Vor 2,5 Jahren habe ich genau hier Rico getroffen. Moin, guten Tag. Wie bist du denn hierher gekommen? Also ich hatte damals Probleme mit meiner Mom. Meine Mom hat Drogenprobleme. Du bist ein Vater. Ich habe halt noch nicht so dieses Gefühl richtig aufbauen können, so, weil ich mit meiner Tochter nicht so viel Kontakt habe. Ich war so der Außenseiter, der von jedem runtergemacht wurde, der immer dieses Problemkind sein wird. Meine ganze Familie hat Drogenprobleme, alle. Ich war damals 8 und ich musste damals gucken, was ich zu essen hole. Da hat man sich sehr alleine gefühlt. Ich will auch was erreichen. Ich will kein Hartz IV empfangen, ich will kein scheiß Haze-Ticker werden. Sehr viele von euch haben gesagt, dass sie sich wünschen würden, dass wir ihn nochmal treffen. Und das machen wir heute. Eure Fragen habe ich natürlich auch mit dabei. Herzlich willkommen bei Follow Me Records. Ich will nicht viel, ich will nur raus auf den Tiefpunkt. Ich will nicht viel, ich will nur raus. Hallo, ach krass, schön dich zu sehen. Können wir, was machen wir? Hi. Lange ist her. Ja, Mann. Ja. Wir müssen direkt hier einen Ton ranmachen, bevor wir weiterreden. Da haben wir uns ja verabschiedet. Ja. Vor 2,5 Jahren. Letztes Jahr um diese Zeit. Ich glaube, ich war irgendwo high auf einer Bank. Und jetzt sind wir hier und machen Film. Ja. Ist doch super. Weißt du noch, mit welchem Gefühl wir uns da verabschiedet haben? Ein gutes Gefühl. Ich habe ja, gutes Gefühl. Oder? Mhm. Wo kommst du jetzt gerade her? Ich wohne gerade bei den Kollegen, weil ich habe gerade ein paar Probleme mit Wohnung mäßig, aber das ändert sich jetzt nächstes Jahr. Bin ich jetzt auch am machen, da ich ab nächstes Jahr eine eigene Wohnung habe. Ah, krass. Betreuer halt. Das heißt, du wohnst jetzt, also bist eigentlich wohnungslos? Ja, aber ja, wohnungslos, aber ich wohne beim Kollegen und da ist halt keine Probleme. Und du meintest, das wird sich aber ändern? Das wird Was jetzt, ist da die Aussicht? Ich habe jetzt eine Bewährungshelferin, weil gab mal, da war ich noch jugendlich, da gab es irgendwie so eine Streitigkeit, ich habe jemanden geschubst und ja, ist halt nicht gut geendet. Also ist halt, ich habe eine Anzeige und ja. Aber kam nichts Schlimmes jetzt raus. Also okay. Ist jetzt nichts, dass ich irgendwie in den Knast gehen muss. Die Aussicht ist mit deiner Bewährungshelferin oder Helfer, dass die dir eine Wohnung klären und du dann komplett alleine wohnst? Also ein Mitbetreuer halt ab und zu, dass er so einmal alle 2 Wochen kommt und guckt, ob ich noch lebe. Du bist jetzt 19, ne? Ja. Deine Tochter wird denn jetzt auch schon 3? Ja. Wie ist es denn mit ihr? Eigentlich wollte ich was auch mit meiner Tochter mäßig mehr Beziehungen aufbauen, weil gehört halt auch dazu, dass man zu einer Tochter seine Beziehung aufbaut. Wann hast du denn deine Tochter das letzte Mal gesehen? Gesehen? Vor einem Monat ungefähr. Und glaubst du, dass sich das noch mal ändern wird? Ich gehe mit positiven Gedanken daran. Ja. Irgendwann ist sie alt genug und realisiert, was Phase war. Wir haben dich hier besucht. Du hast deine Schule gemacht 3-mal die Woche. Ja. Und wolltest deinen Hauptschulabschluss nachholen. Und dann bist du raus aus der Homebase. Mhm. Und das ja wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Ich habe halt ein paar Dinge gemacht dort, die man nicht machen sollte. Zum Beispiel? Gedealt. Warum? Geld war knapp und ja. Mhm. Aber hast du selber dann auch wieder konsumiert? Damals ja. Gras und Speed halt. Okay. Aber das heutzutage nicht mehr. Auch kein Gras? Ich gehe für heutzutage noch hier. Bereust du das, dass du damals gedealt hast? Na klar. Ja? Also, ja, klar. Aber man kann ja nichts ändern, was man getan hat. Also alles, was du in deinem Leben tust, machst du mit einem Grund. Und diesen Grund, irgendwann akzeptierst du diesen Grund und lernst aus so einem Fehler. Als du dann die Homebase verlassen musstest, bist du dann weiterhin zur Schule oder wo bist du dann hin? Wie sah da dein Leben aus? Also ich bin nach dort, bin ich nach Hause zu meiner Mutter gezogen. Wie war das denn da bei deiner Mutter? War okay. Man chillt den ganzen Tag, man macht gar nichts, man lebt in den Tag rein. Dann bin ich zu meiner Ex-Freundin damals, dieser Cheyenne, wo ihr auch dieses andere Stern-TV-Video gab. Ah ja, das habe ich auch gesehen. Ja, ja. Heute will Benjamin Zwick Rico bei seiner neuen Freundin Cheyenne abholen, bei der er seit einiger Zeit wohnt, und ihn in die Klinik bringen. Ich hoffe, dass er da ist, bin mir aber nicht sicher. Es kann sein, dass er in der Nacht doch irgendwie kalte Füße gekriegt hat und stiften gegangen ist. Doch Rico steht bereits pünktlich am Treffpunkt. Mit Cheyenne und einer gepackten Tasche. Und dann bin ich in die Klinik gezogen und dann in eine Nachsorgetherapie. Da habe ich dann auch 3 Monate gewohnt. Wie war das? Also wenn du so denkst, das Setting war geil. Also du hast in einem Haus gewohnt mit Leuten. Ihr habt immer einen vollen Kühlschrank gehabt. Ihr habt Ausflüge täglich gemacht gefühlt. Aber dann denkt man sich so, das hat einfach alles keinen Sinn gemacht. Du hast den ganzen Tag wirklich nur Luxus gelebt und du hast nichts gemacht. Ich konnte keine Schule machen, ich konnte nichts machen. Aber du konntest in der Zeit es schaffen, keine Drogen zu nehmen. Ja, aber habe ich trotzdem nicht gekifft weiterhin. Und da bin ich dann auch da rausgeflogen und bin dann zu meiner Mutter. Und seitdem bin ich halt da auch raus und seitdem bin ich mein Kollegen. Du hast ja gerade diesen
Stern-TV-Beitrag angesprochen. Ja. Und du sahst so anders aus, ne? Also du sagst, ja, so war auf jeden Fall, hat man dir angesehen, dass es dann... Das ist mir kacke ging. Ja. Ja. Wie fandst du den Beitrag von denen? Ich habe eigentlich auch viele positive Sachen auch in dem Beitrag erzählt. Aber es wurden auch viele Sachen rausgeschnitten, sodass ich halt negativer aufgestellt wurde, als ich eigentlich bin. Ja. Oder wie diese Penny-Szene am Anfang. Und diese Bierflaschen da so oben drum stehen, die haben die einfach hingestellt. Die haben die da hingestellt? Die haben die da hingestellt, sodass aussieht, ach, das ist so ein Alkoholiker, der soll gar nicht klarkommen. Wir konnten die Aussagen von Rico nicht überprüfen und haben deshalb Stern-TV angefragt. Das ist ihre schriftliche Antwort. Nach Rücksprache mit unserem Autor und dem Leiter von Freestyle kann ich Ihnen folgende Informationen geben. Die Bierflaschen standen bereits an dem Ort, an dem Rico gedreht wurde. Sie wurden nicht von unserem Team dort platziert. Ein solches Vorgehen würde auch nicht der Arbeitsweise von Stern-TV entsprechen. In dem von Ihnen angesprochenen Stern-TV-Beitrag haben wir die Lebenssituation von Rico korrekt und differenziert abgebildet. Es wurde weder etwas beschönigt noch negativer dargestellt, als es war. Ich fand es halt krass, weil das war so... Die haben mich auch so lang begleitet und der Beitrag fängt genau da an, wo ich dich auch kennengelernt habe. Mhm. Und ich war so, ich weiß genau, wie das war und so. Und dann hat es sich so gedreht und es hört dann einfach auf und man wusste nicht, wie es weitergeht. Ja. Und es hieß, du bist in der Klinik, aber wolltest auch irgendwie nicht da sein und weiß nicht, irgendwie war das so schlimm anzusehen. Aber gut, jetzt geht es dir besser als da. Ja, sieht man mir doch auch an, oder? Ja, voll. Wie sieht denn jetzt dein Alltag aus gerade? Ich suche mir gerade irgendwie einen Job momentan, weil ohne Geld kommt nichts. Was würdest du am liebsten machen? Meinen eigenen Kiosk haben. Immer noch? Ja. So, mein Traumjob ist mein eigener Kiosk, so, weil eigener Chef, kannst deine eigenen Zeiten machen. Wie sieht's jetzt aus mit Schule? Eigentlich am wichtigsten ist momentan das mit dem Wohnen, dass ich erstmal eine Wohnung habe. Dann will ich vielleicht mäßig Schule suchen und vielleicht so nebenjobmäßig, dass ich, wenn ich nicht Arbeit, Schule habe, ich vielleicht einen Job habe, dass ich so was zu tun habe, ist besser. Ich merke, wenn ich was zu tun habe, ist mein Tag einfach besser, als wenn ich nichts tue und den ganzen Tag nur rumliege. Komm, setz uns mal hin. Wie geht's deiner Mutter? Meiner Mom geht's sehr, sehr gut. Also ihr geht's 100-mal besser, ja. Also ich bin auch sehr, sehr stolz auf sie. Sie waren im Zug und jetzt ist sie in einer Therapie, aber das ist, ja, macht ihr jetzt gut und das ist halt, finde ich gut. Also, schön. Ja. Wie oft seht ihr euch jetzt noch so? Meine Mom, ich versuche sie jetzt so alle 2 Wochen mal zu besuchen, dort, da wo sie ist. Und ja, dass sie ihr Mut machen. Ja, voll schön. Und kann sie dir auch Mut machen? Natürlich, das gibt mir die Kraft auf jeden Fall daraus. Ja. Was sagt deine Mutter dazu, dass du raus bist bei der Homebase? Sie ist natürlich sauer gewesen, als ich da rausgeflogen bin, aber habe mich trotzdem mit offenen Armen empfangen. Also, ja. Und deine Oma, du hattest ja auch beim ersten Mal hast du ja auch erzählt, dass deine Oma, oder ich glaube, deine Oma ist so die stabilste Person in deinem Umfeld, aus Familie, oder? Ja. Meine Oma ist sozusagen mein Vorbild. Die geht 3-mal in der Woche zu den anonymen Alkoholikern. Die hat es wirklich geschafft. Und genau das will ich auch haben. Also auf meinem Umfeld auf jeden Fall ist meine Oma da als stabilste. Hast du denn jetzt viel Kontakt zu deiner oder überhaupt Kontakt zu deiner Oma? Ja, klar. Ich habe auf jeden Fall sehr guten Kontakt zu ihr. Ich sehe sie immer, wenn ich Geld bekomme oder irgendwie Geld habe, gebe ich ihr das, dass sie mir das einteilt, dass ich so in der Woche vielleicht 1-2 Mal abhole. Aber fragt sie dann auch so, wofür du das nehmen willst oder achtet sie darauf, dass das... Die weiß schon, das geht für Geld, also für Sachen raus, die sie nicht macht. Wir haben dich vorher gefragt, was du vielleicht machen möchtest, außer im Kalten draußen stehen. Und du hast Bowlen gesagt, ne? Ja. Gehst du gerne bowlen? Nein. Wieso wolltest du das? Ich wollte eine Aktivität machen, ne? Also ja, ist doch auch mal was anderes. Ich will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Und Gänger leben länger. Oh, oh, da ist die Homebase. Hier ist die Homebase. Was meinst du, würden die sagen, wenn wir jetzt klopfen? Na, lass mal, ich hab Hausverbot. Weil du gedealt hast, du hast doch bestimmt dann noch... Ich hab danach ein bisschen Stress gemacht. Was hast du gemacht? Ich hab mich mit jemandem da geboxt. Oh, ich finde, man sieht und spürt und merkt, dass es ihm wirklich gut geht gerade. Er ist irgendwie reifer, ist ruhiger und irgendwie auch reflektiert. Bin gespannt, was er mir gleich noch erzählen wird und bin auch gespannt, wie er bowlen wird. Und schreibt uns mal in die Kommentare, was würdet ihr sagen, wie können wir als Gesellschaft Menschen wie Rico helfen? Hallo. Hi. Wir würden gerne bowlen. Das sind wir hier richtig, wa? Danke. Super, danke schön. Für so Freizeit oder also Leben einfach, ne? Mhm. Wie bezahlst du gerade eigentlich Hartz IV. Deine Sachen? Hartz IV meistens. Wo kommen denn dann deine Hartz IV
Briefe überhaupt an? Zu meiner Tante. Ah, da bist du gemeldet. Ja, genau. Wenn wir über Leute reden in deiner oder in deinem Umfeld oder so, die aus deiner Familie sind, ist irgendwie immer die Frau. Und was ist eigentlich mit deinem Vater? Ach, mit dem habe ich gar nichts am Hut. Der soll mal auf sein Leben klarkommen. Aber du kennst ihn? Ja, klar. Und ist der, also bist du mit ihm aufgewachsen? Aufgewachsen? Schon. Also nicht wirklich, nein. Also er war, bis ich 3, 4 war bei mir, glaube ich, so wie ich weiß. Und dann kann ich mich nicht, also dann war er irgendwie weg. Er ist gegangen. Was soll man machen? Also aufs Gute konzentrieren. Immer aufs Gute konzentrieren, ja. Immer. Hast du selber ein bisschen Motivation durch deinen Vater, das selber besser zu machen als Vater? Schon, ja. Also ich kann nicht so doll reinkacken wie er. Ich bin ja noch jung. Ist ja, und sie ist auch noch jung. Kann ja alles noch werden. Und jetzt bin ich mit Anlauf. Muss schon sagen, war gut, ne? Ja. Guck mal, jetzt habe ich auch 30 Punkte. Jetzt haben wir auch Leute gesehen. Wie fandest du es eigentlich, was die Leute so zu dir geschrieben haben? Hast du das angeguckt? Ja, schon. Kommentare habe ich angeguckt, ja. Und wie fandest du es? Das war voll positiv. Mhm. Wie fandest du es so, dass Leute so interessiert an dein Leben waren? Mir haben auch voll viele Menschen geschrieben. Einfach so. Ich bin wirklich ungelogen, wenn ich mein Handy raushole, wirklich kann ich scrollen. So viele Leute sind da. Also die haben auch Bahnhof irgendwie gar nicht so verurteilt. Gar nicht, die haben eigentlich nur das Beste gewünscht. Ja. Nochmal extra. Motiviert doch bestimmt auch, oder? Natürlich. Jemand hat gefragt, ob du irgendwas bereust oder anders machen würdest in deiner Vergangenheit. Ja, den ersten Fehler, den ich bereue, so, ist, dass ich damals die Schule nicht beendet habe. Dass ich meinen Schulabschluss nicht einfach gemacht hätte. Weil das hätte mir alles 100.000 Mal erleichtert, hätte ich einfach den Abschluss fertig gemacht. Warum hast du den damals nicht gemacht? Drogen. Ich habe das Leben danach herausgefunden. Also so mäßig mit Freunden hängen, mal schwänzen. So. Ja, du meintest letztes Mal, du warst in der 8. Klasse, warst du nur 4 Tage da, ne? Ich habe wirklich viel geschwänzt. Ich war insgesamt die ganze 8. Klasse 4-mal im Unterricht. Also hättest du rückblickend... Hätte ich das durchziehen müssen, ja. Warum hast du das zu der Zeit damals nicht gecheckt? Weil ich noch jung und unerfahren war. Vielleicht müssen wir uns alle 3 Jahre einmal treffen. In 3 Jahren komme ich in meinem Benz hier angefahren. Wäre das dein Traum? Nee, erstmal so ein Twingo. Man muss ja klein anfangen, ja, oder? Du siehst echt anders aus. Wirklich? Findest du eigentlich, ich habe mich verändert? Nee, du bist du geblieben. Ja. Siehst immer noch so aus wie damals. Aber ist doch was Positives, oder? Ja, das stimmt. Ich brauche nur 2 Punkte, dann habe ich gewonnen. Mal gucken, ob das klappt. Hier schon vorbei? Du hast das schon gewonnen. Das wird was. Hey! Du bist ja jetzt schon 19. Mhm. Das heißt, du bist ja offiziell volljährig. Mhm. Was hat es denn jetzt für dich geändert? Also wenn du jetzt auch Scheiße baust oder so, bist du ja... Ich baue keinen Scheiße. Ach so. Aber auch, weil du weißt, dass es dann ernster wird? Ja, klar. Was würdest du sagen, war in der Zwischenzeit, in der wir uns nicht gesehen haben, der beste und der schlechteste Tag? Was war der beste Tag? Ich hatte keinen. Doch, als ich Freunde kennengelernt habe, das war so das Beste. Und das Schlechteste, so, ich weiß nicht, Inflation. Ich habe viele schlimme Dinge, aber Inflation ist wirklich kacke. Weil alles teuer wird und hat man weniger Geld für alles. Jemand aus der Community hat gefragt, was dich inspiriert. Wo ich aufgucke, hochgucke, oder? So mäßig inspiriert. Mich motiviert, dass es Menschen gibt, die von Drogen und allem einfach wegkommen. Das ist einfach so, als wäre es nichts. Das inspiriert. Das finde ich gut. Also. Hast du da auch jemanden in deinem Umfeld? Meine Oma. Deine Oma? Meine Oma, die raucht nur noch. So, und jetzt noch die letzte Kugel. Oh, genauso ähnlich wie bei mir. Ich hab gewonnen. Nein, doch. Doch. Findest du, du bist jetzt selber von dir aus korrekter als noch vor? Also ich bin, auf jeden Fall habe ich mich mehr, wie soll ich sagen, verreift, dass ich mehr kälter geworden bin. Als früher, da ich nicht mehr so hippelig. Warum bist du weniger hippelig jetzt? Ich glaube, das waren damals diesen ganzen chemischen Drogen, die mich hippelig gemacht haben, die mich so unruhig gemacht haben, dass ich gar nicht mehr ruhig sitzen konnte, dass einfach schlimm war. Und wie ist es so beim Party machen? Also meine Freunde, die nehmen vielleicht auch mal chemische Drogen, aber ich sage dann immer nein zu denen. Wenn ich es einmal nehme, dann weiß ich, dass ich es wieder nehme und wieder nehme und wieder nehme. Und dann beginnt dieser ganze Kreislauf wieder. Voll schön, dass du das
so gecheckt hast und dann auch stark genug bist zu sagen, das ist nicht mein Ding. Gibt's was, was wo du jetzt sagst, darin will ich besser werden oder das will ich nicht mehr besser so machen? Besser werden, eine Tagesstruktur. Also das ist so das Einzige, was halt mich bessert. Habe ich halt was zu tun, bin abends K.O. und dann ja, läuft gut. Was sind da so deine Ziele für die nächste Zeit? Eine Wohnung suchen, Schule machen nochmal. Oder halt Ausbildung, wo ich dann einen Abschluss bekomme. Dann halt weiter gucken, Arbeit suchen. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, darauf hätte ich Bock? Ich habe Bock, Koch zu machen. Das wäre was. Das klingt gut. Jetzt können wir unsere Schuhe wieder tauschen. Bahn ist frei für die Nächsten. Dankeschön. Weihnachten steht vor der Tür. Wie feierst du eigentlich Weihnachten? Weihnachten? Denke ich mir gerade so, weil da ein Weihnachtsbaum steht. Ausland, Spaß. Ich weiß noch nicht, gucken. Letztes Weihnachten zum Beispiel warst du da bei deiner... Ja, ich bin bei meiner Mom, ja. War gut, war okay. Weil wir auch über deine Mutter gesprochen haben und du meinst, du bist voll... Du bist stolz auf sie und dass sie einen Zug gemacht hat und so. Und du hast ja beim letzten Mal erzählt, also auch ein bisschen von deiner Kindheit erzählt. Und wie schlimm und wie krass es eigentlich war. Wie siehst du das jetzt mit so viel Abstand eigentlich? Ich habe mir aus den Fehlern, also das, was damals passiert ist, die Kraft genommen und kann das widerspiegeln in positive Energie, so mäßig. Kann jetzt nur noch alles bergauf gehen. Also beim letzten Mal sind wir genauso auseinandergegangen. Deshalb habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle, wenn ich ehrlich bin. Aber brauche ich nicht, genau. Und eigentlich ist es mehr positiv, als dass ich mir Sorgen mache. Voll schön, dich gesehen zu haben. Und wir zischen jetzt ab, ne? Ja. Ja, beim letzten Mal bin ich auch irgendwie voll hoffnungsvoll rausgegangen und habe viel darüber nachgedacht, wie wir als Gesellschaft mit unseren Mitmenschen, wie wir es besser machen könnten für verschiedene Menschen. Weil Ricos Situation, wie er aufgewachsen ist und was er schon alles erleben musste, wirklich, wirklich schlimm ist. Und dafür macht er sich so gut und denkt auch irgendwie so positiv. Das finde ich ganz toll. Und ich wünsche ihm wirklich vom ganzen Herzen, dass alle seine Träume und Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gehen. Und ja, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Aber ich glaube daran, dass er das schaffen kann. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie wir als Gesellschaft Menschen wie Rico helfen können. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video verpasst. Außerdem gibt es hier das Video zu sehen, von wann wir den ganzen Tag gesprochen haben. Rico und ich vor 2,5 Jahren. Schaut es auf jeden Fall an. Und hier gibt es ein Video von unseren KollegInnen vom Y-Kollektiv. In dem Video wird sich die Frage gestellt, wie junge Menschen eigentlich leben und überleben, wenn sie zu wenig Geld haben.